Der Bergbaulehrpfad in der Nähe von Eibenstock wird am 15. Juli wieder eröffnet. Schüler der Eibenstocker Schulen waren gestern schon mal dort. Ein bisschen schwarz ist, ne? Das ist also das Erz und das musste dann zerpocht werden, gewaschen. Und dann kam bloß ein Teil, also nicht mal ein Teil Erz raus und 99 Teile Dreck. Projektleiter und Lehrer Thomas Helm kennt viele der etwa 1000 ehemaligen Bergwerke, Bingen und Mundlöcher in der Region. Seine Schüler halfen gestern noch bei den letzten Arbeiten und brachten Rindenmulch unter das Klettergerüst und markierten die Wege. Von 1524 bis 1813 wurde hier Zinnerz gefördert. Das Besondere an der Landschaft ist, dass sie heute noch nahezu unverändert den Zustand nach der Aufgabe der Bergwerke und Seifen zeigt. Seifen heißen die Zinnwäschen. Die dabei verwendeten Seifengabeln finden sich übrigens heute noch im Stadtwappen von Eibenstock und auf den Markierungen an den Wanderwegen. Mehr über den Eibenstocker Bergbaulehrpfad und über 2 Jahre Welterbetitel lesen Sie in der Freien Presse, online und in der gedruckten Zeitung.